Man hört es sicherlich schon am Plop-Plop im Hintergrund. Wir sind beim Tischtennis angekommen und die Sportlerehrung des Magistrats wäre nichts, ohne natürlich auch Tischtennisspieler, die geehrt wären. Zum Beispiel Karin Flemke. Karin, du stehst hier neben uns. Wir haben gerade schon ein bisschen Trainingsbilder von dir gesehen. Tischtennis, das ist deine Leidenschaft. Ja, sicher. Ich spiele seit 52 Jahren Tischtennis. Ich denke, ich werde auch noch ein paar Jahre weiterspielen. Wer so fit ist wie du, wer den Ball so exzellent spielt, der muss ein Leben lang Tischtennis spielen. Du bist ja nicht nur in Bremerhaven aktiv, du spielst auf norddeutschen Meisterschaften, deutschen Meisterschaften und auch international. Ja, ich spiele auf Europa- und Weltmeisterschaften. Ich bin vor 3 Jahren im Doppel Europameisterin geworden mit meiner Partnerin aus Stralsund, Christine Lüppe. Und wo wir im letzten Jahr, haben wir leider den Titel nicht verteidigen können, sind im Endspiel ausgeschieden. Und vor 2 Jahren habe ich einen 3. Platz bei den Weltmeisterschaften gemacht in der Inneren Mongolei. Im Damen-Doppel, im Einzel leider nicht so weit gekommen. Und letztes Jahr halt noch im Damen-Doppel deutsche Meisterin mit meiner Partnerin Gabi Assal aus Flensburg geworden. Verrat uns doch mal deine Stärken bei deinen Spielen. Was kannst du besonders gut und wo vielleicht müsstest du noch ein bisschen trainieren, damit es besser wird? Meine Stärke ist eigentlich die Rückhand. Vorhand kann ich jetzt auch schon etwas besser. Das konnte ich früher überhaupt nicht. Deshalb haben meine Gegner immer auf meine Vorhand gespielt. Aber und im Schupfen bin ich sehr stark. Viele gute Spieler haben ja auch so, man nennt das ja Schweinebelege. Also sehr schwer zu spielenden Belag. Hast du auch so einen? Nein, ich habe ganz normale Belege. Das ehrt dich. Und wie gesagt, Karin Flemke, eine große Nummer am Tischtennissport in Bremerhaven. Und wir sehen sie sicherlich im nächsten Jahr, in den kommenden Jahren, bestimmt wieder auf der Sportlerehrung des Magistrats.